Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines, und zwar ist das die Folge Nummer 51. Ja, letztes Mal hatten wir uns schön die Gegend hier angeguckt, haben wir hier aufgehabt und ich glaube, wir haben ja die Bodenschätze aufgehabt und dann sind wir ein bisschen rausgezoomt und haben uns das so angeguckt und sah alles ganz prima aus hier, so blau hier und da schwarz, da wollten wir was machen und ja, das wollten wir erweitern. Wenn wir dann mal reinzoomen wieder und vor allem die Ansicht wegnehmen, dann sehen wir, wow, hier ist ja voll das Gebirge, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt zugange kommen mit was hinbauen, ne? Also was wir definitiv machen sollen, ist diese Straße hier vorm Berg vorher und hier dann durch. Man kann jetzt, glaube ich, gar nicht sehen. Doch, hier ist ja kein Gebirge, das Gebirge zieht sich ja da lang. Das heißt, die Anbindung wäre hier lang, würde ich sagen. Das würde Sinn machen, ne? Wenn er so reingeht, ist ja genial, ne? Das so rein zu zoomen, ne? Die Piepvögel zwitschern da. Hier ist es dann lauter. Cool gemacht. Gut, und hier ist dann unsere Straße, die da einfach über die Autobahn geht und nicht angebunden ist. So, aber wir wollen weiter gucken. Was müssen wir machen? Da war irgendwo ein abgebranntes Haus. Habe ich schon in der letzten Folge gesagt, dass wir das wegmachen. Aber es ist nie ein abgebranntes Haus. Es sind reichlich abgebrannte Häuser, ne? Dann wollen wir da doch mal reingehen und diese ganzen abgebrannten Häuser wegmachen. Und die leerstehenden natürlich auch. Die will sowieso keiner mehr beziehen, ne? Es fehlen auch Arbeitskräfte, wie man schön sieht. Das ist hier die Frage. Ja, ich glaube, das Werk ist es, ne? Genau. Und wahrscheinlich... Nee, warte mal. Ah, dazwischen ist einer. Der ist das. Okay. Ja, das muss weg. Das ist es. Das ist es auch. Meine Güte, was kann man hier heute abreißen? So, jetzt haben wir Ruhe, ne? Bauruinen. Ich glaube, das sind sie, genau. Und da ist auch eine. Da ist ein abgebranntes Haus. Das... Ich glaube, das ist es, ne? Genau. Und das auch. Hier hinten abgebrannt. Da ist auch eine leerstehende Hütte. Ja. Oh, hier ist was ganz Großes abgebrannt. Sieht doch gut aus, ne? Jetzt brauchen wir nur mehr Arbeitskräfte, so wie das aussieht, ne? Und wahrscheinlich Ungebildete wollen die haben. Boah, hier ist ja Skyline, wa? Sieht das da besser aus? Hä? Schon wieder leerstehend? Mach mal den Bagger aus und sag mir mal, was will der. Gebildete Arbeiter fehlen jetzt auch schon, okay. Weil, oh, jetzt habe ich eine falsche Taste erwischt, das ist nicht gut. Weil das hier waren Ungebildete, ne? Ne, das waren nur einfache Arbeiter. Ah, das steht noch mehr frei immer. Gut, wenn das gebildete Arbeiter fehlen, ne? Warum haben wir hier nichts gebaut? Naherholungsgebiet sollte das sein, oder was? Wegen dem Windpark? Ich weiß es auch nicht mehr. Müssen wir mal ganz schnell durchklickern hier. Was haben wir da gehabt? Gute Frage, ne? Weiß ich auch nicht. Warum wir das freigelassen haben. Hier sieht man... Nee, das ist auch nicht. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Dann war ziemlich früh. Muss ich mal einer der ersten Folgen mehr angucken. Da weiß ich das dann, ne? Gut, dass wir das aufnehmen. Ja. Da brennt's gerade, oder was?
Hier in der Ansicht kann man natürlich schön sehen, weil die abgerissen werden, sind dann alle grau. Oder abgerissen werden müssen. Und da brennt's, oder? Ja, ist denn da die Feuerwehr vor Ort? Nicht wirklich, oder? Kommen die denn da auch hin? Nee, da ist noch keine Feuerwehr da, aber wir haben noch hier welche gebaut. Da ist sie doch, oder? Nein, nicht abreißen. Den Bagger ausmachen. Bagger haben wir aus. Den ausmachen. Das war doch die Feuerwehr, ne? Ja, und warum fahren die da nicht hin? Ach, das ist eine Zufahrtsstraße bis dahin. Und deswegen schaffen die da nicht hin. Ah, gut. Dann ist es ja klar, dass es nicht klappt. Dann sollten wir vielleicht überlegen, diese Gebäude in keinster Weise da hinzubauen, sondern abreißen und auch die Grundstücke wegmachen. Warte mal, dann müssen wir das auswählen. Da kommt ja keiner hin dann. Dann bebauen wir das besser nicht, ne? Hier baut auch gar keiner hin, interessanterweise, oder? Wir haben es abgerissen. Ja, da ist die Auffahrt. Machen wir das auch noch weg. Ja. Warte, dann machen wir das hier weg. Und das können wir dann notfalls mit der Straße von hinten erschließen, oder? Diese? Oder ein Feldweg? Ne, die ist schon richtig. So, da können sie rein und rausfahren. Alles prima, oder? Ja, lassen wir so. Gut. Ach, das Stück haben wir auch schon gekauft. So, dann zoomen wir mal raus. Denn da war ja Landwirtschaft, ne? Und da haben wir schon so ein schickes Kreuz auch gemacht in unsere Stadt rein. Diese Autobahn hier, die hätten wir besser durchgezogen, ne? Jetzt ziehen wir das mal irgendwann nochmal durch. Gut. Die Verkehrsflüsse sind dann klar. Hier sind die Bodendingen, sag schon. Hier können wir fruchtbares Land und da müssen wir dann Industrien hinpflanzen. Industriegebiet hierhin machen eigentlich. Kann man das so auch nicht machen. Da müssen erst Straßen hin. Und ja. Ist dann die Frage, wie, ne? Ich müsste gleichzeitig das haben und dann Straßen bauen. Und das geht wieder nicht. Schade. Müssen wir uns das erst merken, wo die Stellen sind. Ackerbau und Viehzucht ist jetzt gefragt. Ja, das müsste ja schon mal eine größere Straße hier werden, oder? So, nochmal da rein. Ah, die Straße, die letzte, kann auch schon wieder weg. Die sitzt nämlich mittendrin, das ist auch doof. So, nochmal angucken.
Ja, erschließen will ich schon eigentlich, ja, eigentlich nicht von hier vorne. Eigentlich wäre es besser, da hinten zu erschließen. Weil da weniger ist. Schwierig. Hier. Da ist schon das Chaos hoch 10 auf der Seite. Da warte mal, Straße und Verkehr. Ach so, da wollten wir auch noch gucken. Können wir jetzt auch wieder sehen, was ja schon, ne? Ah, diese Kreuzung, die haben wir letztens umgebaut. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Und da sollte sich der Stau noch zurücklösen, haben wir gesagt. Aber das tut's auch nicht im Endeffekt. Gut, wir wollen jetzt aber hier erstmal weitermachen. Ja, ist ja egal eigentlich, ne? Also ein bisschen länger die Straße, die wir da haben. Machen wir noch ein bisschen länger. So. Bis dahin. Dann gucken wir nochmal hier rein. Das war auch so okay. Und dann gibt es eine Hauptstraße, die da anbindet. Wollte ich ein bisschen kurvig machen. So war das, glaube ich. Und dann so. Und dann dahin, oder? So sieht es doch gut aus, oder? So, jetzt noch den Bodenrichtwert hier, oder wie das auch immer heißen mag. Na, haben wir fast getroffen. Können wir mal so lassen, denke ich. Gut, und dann kommt da Industrie hin. Und ja, Gebiet aufheben. Das war Bürogebäude, das war Industrie. Und die müssen wir dann klassifizieren. So, und da machen wir jetzt erstmal hier und da richtig was hin. So, und dann müsste man ein Stadtgebiet machen, oder wie war das? Stadtviertel. Ja, ich glaube, diese Dinge müssen wir mal irgendwann ausmachen. So, richtig schön groß. Ah ja, das geht sowieso nicht besser. Besser schon, aber das ist ein Viertel dann. Gut, und jetzt gucken wir uns nochmal das hier an und dann sehen wir, dass das ziemlich gut passt mit dem Viertel, oder? Können wir da oben noch ein bisschen länger machen, ne? So, und hier sagen wir jetzt, Richtlinien. Oder? Stadtplanung. Nee, das wollen wir gar nicht. So, schade, ne? In diesem Viertel gibt es keine. Ist keine Spezialisierung. Doch, die wollten wir ja haben. Oh, wo war das denn jetzt? Jetzt bin ich natürlich überfragt. Das war schon klar. Das war es nicht. Richtlinien war das schon. Stromverbrauch, Wasser, Rauchmeldeverteilung, Haustierfurcht, Cycling, Rauchverbrauch, was im Bildungsgrund heißt. Steuerung für geringe besiedelte Wohngebiete.
Also wir haben doch hier so ein Industriegebiet schon gebaut, ne? Ach, das war das hier, dieses hier, ne? Ja, da. So, und das müssen wir hier auch machen. Aber... Stadtplanung. Das ist es nicht. Wo ist das dann? Steuerung. Mann, ich weiß, dass das doch geht. Ich brauche hier eine Spezialisierung. Und wo kriege ich die hin? Nein. Ja, da bin ich jetzt überfragt, ne? So, machen wir Minus. Also, den mal zu. Den auf. Das haben wir schon mal richtig gemacht. Das ist klar. Und dieses Viertel müssen wir eigentlich dafür freigeben. Das können wir auch so machen. Hier müssen wir gerade noch, sehe ich, was wegmachen. Sonst, wenn da mal eine Straße weiter soll, dann geht das nachher nicht. Machen wir auch mit der... So, was brauchen wir? Strom und Wasser. Wasser ist zuletzt hier. So, Wasser haben wir schon mal da. Jetzt brauchen wir noch Strom. Wasserkraftwerk können wir nicht hier brauchen. Solarkraftwerk könnten wir hier gebrauchen vielleicht. Was haben wir hier noch? Kohle? Ne, Öl und Kohle. Das wäre Fortschritt, die Windturbine. So, Bauern haben immer Windkrafträder. Die zum Beispiel hier stehen. So, und dann brauchen wir noch eine Anbindung nach da. So. Jetzt ist das weg. Aber egal. Das heißt, wir reißen das letzte Stück gerade noch ab und lassen es so stehen. Okay, dann dahin. Passt, fast. Und da machen wir auch gerade wieder rein. Und fertig. Gut, die sollten Strom haben, die sollten auch bauen. Wir müssen nur gucken, wie sie bauen. Ja, wir werden es sehen. Gut, aber ich sag mal, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.